Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Grandia 2, die Anniversary Edition. Und zwar, ja, ich freue mich jetzt sehr, es ist heute rausgekommen, ich war ganz überrascht, so überrascht, dass ich es mir selber gar nicht gekauft habe, sondern ein guter Freund hat es für mich gekauft, der Mr. Q, ich danke dir, dass du es mir besorgt hast, früher, deswegen kann ich es jetzt nämlich schon aufnehmen. Ja, was soll ich dazu sagen? Es gehört... Also, der zweite Teil von Grandia, ich habe auch den ersten damals gespielt, den dritten leider nicht, weil er in Europa ja nie erschienen ist, aber der zweite gehört auf jeden Fall zu meinen liebsten Spielen überhaupt. Genau, was wollte ich jetzt sagen? Ja, der ursprünglich ist es für Dreamcast, PlayStation 2 und PC auch erschienen. Das ist jetzt diese Anniversary Edition, die gibt es bei GOG und bei Steam zurzeit. Und die könnt ihr euch holen und alles super. Wie ihr aber seht, ist es immer noch 4:3, nicht 16:9. Ich weiß gar nicht, wie das bei der alten PC-Version war. Die hat der Ubisoft gemacht. Ich denke mal, deswegen gab es da einige, vielleicht Problemchen. Aber ich würde sagen, wir genießen jetzt das Spiel und starten mal sofort durch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Oh, ja, wir müssen hier natürlich noch drücken. Ach, und wir spielen natürlich mit japanischer Sprachausgabe. Das ist nämlich zum ersten Mal möglich, deswegen wollte ich das auf jeden Fall mitnehmen. Also... Dann legen wir doch mal los. Wir spielen erstmal auf Normal. Der Hard Mode ist jetzt, glaube ich, neu. Allerdings gibt es da was ich so gelesen habe. Ich weiß jetzt nicht, wie verlässlich das ist. Nur einige stärkere Gegner in dem Sinne, dass sie sich besser heilen können oder so. Aber genug gelabert, starten wir mal los. うまくやれよ、スカイ。
こいつが依頼の代物だろ。 間違いない。ほら、こいつが代金だ。お父様、それはあんまりです。ごめんなさい。いいんだ。下船なやからに口など聞くな。さあ、行くぞ。 嫌な奴だな。偉そうに。仕事だからな。いい気分はしないけどな。ほう、大人になったもんだな、リュード。仕事じゃなけりゃあんな奴に関わりたくもない。商売慣れしてきた、それだけだよ。それにしても可愛い子だったな。女は嫌いなんだよ。 優しくされるのもな。どうした、スカイ。リュード、どうやら新しい依頼だぞ。 おいおい、まだいいだろ。金は入ったばっかりだしさ。いてて、分かった、スカイ分かったよ。仕事があるってのはいいことだよね。この先のグラナス教会が護衛を頼みたいだって。今度は神様かよ。 ますますやる気がなくなるな。仕事は仕事だぞ。ああ、そうだね。これがジオハウンドってもんだからね。Ja, und damit habt ihr jetzt das Intro sozusagen überstanden. Ah, die Musik. Schon allein die Musik bringt einem wirklich die Erinnerung zurück. Und ich muss auch sagen, mir sind gleich ein paar Sachen aufgefallen. Genau, ich sammle hier einfach mal alle Sachen ein. Wie gesagt, stört euch nicht an der japanischen Sprachausgabe, die ist sehr gut. Die englische ist aber auch sehr gut. Das heißt, falls ihr selber nochmal mit englischer Sprachausgabe spielen wollt. Also viele beschweren sich da über die alte englische Sprachausgabe. Ich fand die allerdings ganz gut. Ja, für Leute, die vielleicht hier sind und sich fragen, ja, was hat sich denn so geändert? Also die Grafik hat sich schon ein bisschen verändert, denn es war in den Vorteilen immer alles sehr kantig. Das haben sich schon etwas verbessert, finde ich. Also es sieht alles etwas glatter aus, aber man sieht eben das Alter natürlich schon an. Und wir können mal ins Menü schauen. Ah, es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Genau, hier haben wir unser Menü. Hier können wir unsere Sachen ausrüsten. Eigentlich wie man das alles kennt aus einem klassischen japanischen Japano-Rollenspiel. Und ja, und was mir gerade aufgefallen ist, auf der Nachricht, die er da bekommen hat, über den neuen Job, denn wir sind ein Geohound, sowas wie ein Söldner. Ah, sind wir hier nicht? Ja. Sowas wie ein Söldner und wir erfüllen quasi Aufträge. Zum Beispiel haben wir beim ersten Mal, also was ihr da gesehen habt in der Animation, in dem Opening, es müssten eigentlich auch die ersten Gegner kommen. Diese Krähe ist, glaube ich, auch neu. Genau, hier können wir speichern. Uns erholen und speichern. Schauen wir mal, wie sie das gelöst haben. Ja, was muss ich drücken? Ah, okay. Okay, ich muss mich noch ein bisschen mit den Menüs zurechtfinden. Ich hoffe, ich habe jetzt auch an alles gedacht. Normalerweise erkunde ich nämlich immer alles sehr, sehr genau.
Das heißt, wir werden auch sehr viel sehen und alles mitnehmen, was wir kriegen können. Blizzard Charm. Brauchen wir jetzt noch nicht. Wartet, na. Ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwas... War da noch irgendwas außer dieser Wundsalbe? Ja, und zwar werde ich auch die Gespräche, je nachdem, wie ihr das gern sehen möchtet, aber ich werde es wahrscheinlich immer mal so kurz zusammenfassen, was die Leute gesagt haben. Für alle Leute, die des Englischen vielleicht nicht so mächtig sind. Ah, unser erster Kampf. Genau, und wie ihr seht, ein relativ klassisches Kampfsystem, rundenbasiert. Unten sehen wir immer, wann wir dran sind. Bei Com, ich will jetzt nach der Maus greifen, um euch das zu erklären. Also bei Com können wir quasi unsere Befehle eingeben. Und bei Act werden diese dann ausgeführt. Und unsere Gegner seht ihr da auch. Wir haben dieses schöne, unser schönes Gesicht. Und die Monster auch. Wir werden das jetzt einfach mal machen. Greifen mal normal an. Und jetzt ist unser Gegner dran. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, ein Critical zu landen. Damit können wir zum Beispiel... Genau. Das ist... Oh, die japanische Sprache gab es wirklich sehr gut. Genau, hier hat sich nicht sehr viel geändert. Wir bekommen Erfahrungspunkte, Geld und verschiedene Münzen, die wir dann später für Fähigkeiten eintauschen können. Ah, es fühlt sich wirklich an, als hätte man es gestern gespielt. Ja, also die Grafik doch. Also wenn man jetzt genauer hinschaut, hat sich doch einiges getan. Na, bist du überrascht? Nein, leider nicht. Und zwar, wenn wir diesen Critical hier einsetzen, dann schaut mal, was passiert auf der Leiste bei unserem Gegner. Seht ihr? Dann wird er zurückgeworfen. Und wenn wir Glück haben, so viel Glück haben wir aber nicht. Können wir doch. Können wir ihn kontern. Ja. Sehr gut. So. Können wir auch reingucken. Wundsalbe, eine Handgranate und Yumis Elixier. Ich weiß gar nicht mehr, was macht Yumis Elixier eigentlich? Das ist quasi die Phönixfeder. Ha, oh mein Gott, ich kann es auch gar nicht fassen. Endlich, nach 15 Jahren, kommt hier endlich die Neuauflage raus. Genau, und wir sind ein Geohound, wie gesagt, ein Söldner und sollen jetzt für die Kirche scheinbar arbeiten. Die Kirche von Granis. Wieso haben wir keinen Ton? Ach stimmt, es ist nicht alles synchronisiert. Also, dann werde ich jetzt mal, wie gesagt, nicht wörtlich übersetzen, aber ich versuche so ein bisschen das hinzukriegen. Tessa, es tut mir leid, ich würde euch gern begleiten, aber ich weiß nicht, warum es mir verboten ist. Deine Rolle ist wichtiger als unsere, aber mach dir keine Sorgen. Die Vorbereitung für die Zeremonie werden wir alle machen. Oh mein Gott, jetzt muss ich übersetzen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Tessa, wir müssen jetzt los. Natürlich. Wir sehen uns, Elina. Elina, oh mein Gott. Lasst uns gehen. Elina, es ist Zeit für die Andacht. Du solltest jetzt zurückgehen. Ja, du hast recht. Mach dir keine Sorgen, wir haben einen Bodyguard angeheuert, der dich zu uns bringen wird in der Zeit. Bitte, gebt Acht auf euch und Tessa, wir sehen uns später. Genau. Da ist unser nächster Auftrag. Elina, es ist Zeit zurückzugehen. Sagt Karius Frau. Vielen Dank für die harte Arbeit. Welche harte Arbeit? Ich überlege gerade, soll ich es mit verstellten Stimmen sprechen? Vielleicht ist das nicht unsere Angelegenheit. Wartet, other correct details ist. Ich habe keine Ahnung. Warte kurz. Ah, okay. Es geht um... Ja, Leute, lest es erstmal so. Genau. Also es geht wohl darum... Genau, böse Geister zu vertreiben. Ah, und... also es ist ja alles in Ordnung, solange es tags ist. Aber nachts kommen wohl böse Monster heraus. Was ist mit dem Mädchen da hinten? Oh, das ist Miss Elina. Sie ist die Sängerin von Granas.
sie singt so schöne Lieder für uns und wird uns nach dem, ja, was ist das, Andacht, wird sie uns begleiten. Also was wie ein, wie heißt das nochmal? Oh mein Gott, man vergisst die Wörter, wenn man Let's Play. Du siehst nicht aus, als wärst du von hier. Ein kleiner Rat. Ja, lugere nicht in der Nacht herum. Sie braucht noch einen Bodyguard, oder? Was heißt das zu tun mit diesem, mit dem Austreiben böser Geister? Okay, jetzt können wir wieder rumlaufen. Ja, wie gesagt, die Übersetzung wird wahrscheinlich ab und zu mal... Hä? Ah ja, das ist immer noch so. Dass sie so wackeln. Man findet, glaube ich, auch in Vasen und so hier, glaube ich, nichts. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir werden aber trotzdem nochmal alles kontrollieren. Also hier sieht man schon, dass die Grafik definitiv überarbeitet worden ist. Die Gebäude sahen normalerweise immer sehr schlimm aus. Ja. Und das haben sie auch nicht gefixt. Man geht sehr schnell wieder raus aus den Gebäuden. Genau so. Wir sind im Cabo-Dorf. Okay. Hier können wir übernachten, also wie ein Inn. Ja, wir können ja ruhig mal... Genau, sei gesegnet. Wir speichern nochmal. Wie war das nochmal? Das war eine komische Taste. Ah ne, es dauert bloß eine Weile. Leute, ihr braucht keine seltsame Taste zu drücken. Genau, und jetzt versuchen wir mal... ja, in die Kirche zu gehen, weil wir wurden hier angeworben. Oh, bist du ein Söldner? Was, wenn ich einer wäre? Ah, seid ihr nicht Savage? Ja, so, so Aussätzige. Ihr badet nicht und trinkt das Blut eurer Gegner, die ihr besiegt, nicht wahr? Nah dran. Wir baden im Blut unseres Opfers. Okay. Also wir sind die ganz harten Söldner. Kabohaus. Oh, ein alter Herr. Ah, du musst der Söldner sein. Oder der Geohound. Bleib mal bei Geohound. Es ist sehr gut, dass du hierher kommst, um uns zu helfen. Ach, Grandpa. Wie geht's dir? Jeder hasst uns, weißt du das nicht? Oh nein, ich danke dir, dass du so einen schweren und gefährlichen Job machst. Monsterjagd und so. Das ist etwas, was ich niemals tun könnte. Wir wurden schon oft vertrieben, aber uns wurde noch nie gedankt. Ja, ist doch gut. Ja, ich glaube, man kann nichts öffnen oder so. Oh, mir ist umgestoßen. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, und unser erster Auftrag ist, wie gesagt, wir sollen uns um Elina kümmern. Oh, das sage ich jetzt einfach mal so. Ich muss mal aufpassen, dass ich nichts verrate. Ich habe keine Ahnung. Du bist nicht die einzige Person, die das sagt, alter Mann. Ich höre es überall, aber bist du nicht ein bisschen zu alt, um so hart zu arbeiten? Ah, okay. Er lässt sich nicht gerne helfen. Ja, und wie gesagt, wir nehmen alles mit und wichtige Sachen werde ich übersetzen, aber ich denke jetzt nicht alles. Dazu bin ich, glaube ich, nicht in der Lage. Bist du ein Reisender? Wir haben super leckere Marmelade. Würdest du gerne welche probieren? Nein. Oh, an den Satz kann ich mich sogar noch erinnern. Nein, ich verzichte darauf. Ich mag kein süßes Essen. Das ist doch seltsam. Woraus macht ihr denn diese Marmelade? Ihr habt doch gar keine Früchte hier. Ah, Vater Karius hat uns beigebracht, wie man Orchards. Ah, was sind Orchards? Pflanzt. Und deswegen haben wir genug Früchte. Das ist ja nett von ihm. Zu ihm werden wir, glaube ich, auch gleich mal hinschauen. Aber ich will natürlich nichts verpassen. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch irgendwas hier gibt. Aber, wie ihr das auch nicht anders kennt, wahrscheinlich aus Rollenspielen, man muss sich immer sehr gut umsehen. Und auch mit den Leuten sprechen, weil man sonst etwas verpasst. Aber ich glaube, das war's schon hier für das kleine Dorf. Und das hier ist auch eine schöne Statue. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Kirche. Ein Lied? Vielleicht ist es diese Sängerin. Seltsam, es beruhigt mich.
Es klingt so, als kommst du das von innen. Lass uns reinsehen. Ah, ich wusste, ich brauche mehr. もうおしまいなのか。誰？俺に構わず続けろよ。私の歌聞いてたの。おいおい、そんなに固くなっちゃ歌えないだろ。何よ、失礼な人ね。あなた誰なの？見かけない顔だけど。 何の用って言われてもな。俺を呼んだのはそっちの方だぜ。私があなたを？私そんな覚えありません。得体の知れない人ね。早く出ていかないと人を呼びますよ。何言ってんだ？誰もお前になんて言ってないだろ。エレナ、どうかしましたか？ あなたはジオハウンドですね。お待ちしておりました。ジオハウンド？そうさ。俺はリュード。こいつはスカイさ。依頼で呼ばれたにしちゃ随分と歓迎してくれたもんだ。何よ、あなたが変なこと言うからでしょ。エレナ、申し訳ありません。お詫びいたします。エレナ、そろそろ出発の支度をしておきなさい。はい、神父様。 取り乱してしまい申し訳ありませんでした。疲れるやつだな。これだから女ってのは。ここではいろいろと何ですから、宿屋でお待ちいただけますか。すぐに伺いますから。 Genau, jetzt wollte ich noch übersetzen, aber Teile der Dialoge sind doch übersetzt. Ja, also, bloß um es kurz zusammenzufassen, die Lina wusste jetzt noch nicht, dass wir auf sie aufpassen müssen, deswegen war sie ganz geschockt und sie wusste davon nichts. Und der Vater hat uns scheinbar angeheuert und wir sollen jetzt im Inn warten. Und das machen wir auch gleich mal. Und wir sollen sie ja immer noch exekutieren, eskortieren. So, genau, der Priester hat mir gesagt, ich soll hier warten. Oh ja, er wird bald kommen. Warum nimmst du nicht Platz? Sag ihm, er soll sich beeilen. Ich glaube, der Geohound wartet hier auf mich. Ein Geohound? Dort drüben ist ein Mann. Aber ein Geohound, Vater. Wieso müssen wir denn mit seiner Art, oder wie kann man das noch besser übersetzen, mit Leuten wie ihm umgehen? Ah, er ist schon hier. Friede sei mit dir, mein Sohn. Es ist nicht an uns, andere zu verurteilen, also diesen Mann da zu verurteilen. Granas hält alle Kraft allein. Ja, das klingt nach einem Priester. Aber freundlich ist er. Ich entschuldige mich für meine, ja, was ist Rudeness, also Unhöflichkeit von früher. Du musst Rudo, der Geohound sein, nicht wahr? Es tut mir leid, dass ich dich hab warten lassen. Also, warum braucht ein nobler Priester von der Kirche von Granas einen niedrigen Geohound wie mich? Ich glaube, ich habe das in meinem Brief erwähnt, nicht wahr? Du hast den Brief doch gelesen, nicht wahr? Ach, kommen Sie, Vater. Für einen Priester
ist ihr Mangel an Glauben ziemlich verstörend. Immer mit der Ruhe. Okay, Sky. Also, Vater, Sie brauchen einen Bodyguard, nicht wahr? Es gibt einen Turm außerhalb der Stadt, den Garmia-Turm. Wir werden dort eine Zeremonie abhalten, im Licht des Vollmondes. Ich möchte, dass du einen unserer Schwestern dorthin bringst. Und wenn die Zeremonie vorbei ist, will ich, dass du sie zurückbringst. Das kaufe ich dir nicht ab. Die Kirche hat noch nie jemanden angeheuert, also von außen, für einen Job. Das ist ein Job für einen Chorjungen und nicht für einen mörderischen Geohound. Wir sind nicht alle gegen dich. Du musst nicht immer in Wut und Schmerz sein oder haben. Alle deine Probleme können gelöst werden mit einem Gebet und dann kannst du doch einfach anfangen zu beten und die Schwester darüber zu beten. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen, aber bitte. Oh, Gold. Okay, ich mach den Job. Behalte hier diese Gläubigkeitsgeschichten für dich. Gold hat eine bessere Stimme. Feiner Voice. Die Schwester, die du beschützen sollst, wartet an der Kirche auf dich. Bitte mach dich fertig und komm dann zu uns. Mach dir keine Sorgen um das Mädchen. Ich habe niemals einen Job nicht getan. Und ich fang jetzt sicherlich nicht damit an. Ja, also Leute, sorry, wenn die Übersetzung ein bisschen hölzern ist, aber das ist nicht so einfach, wie man denkt. Ich gebe mein Bestes. Und wenn ich etwas nicht weiß, werde ich es auch zugeben und nicht irgendeinen Unsinn übersetzen. So, wir sind eigentlich... Warte mal. Noch speichern. So, wieder etwas warten. Genau, 26 Minuten spielen wir schon. Und ich würde sagen, das ist auch ein sehr guter Zeitpunkt, um den ersten Cut zu machen. Ja, Leute, wie gesagt, die erste Folge von Grandia 2 The Anniversary Edition ist geschafft. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, was es mit Elena auf sich hat und mit diesem Garmia Tower. Das ist ja alles irgendwie, ja, ein bisschen seltsam. Wir sind ja scheinbar ein Söldner und wir haben keinen sehr hohen Stand in der Gesellschaft. Aber trotzdem, hat uns ein Priester engagiert, um eine Schwester zu eskortieren. Das ist alles irgendwie ein bisschen komisch und dem gehen wir auf den Grund. Ich danke euch fürs Zuschauen, danke euch für den Daumen nach oben und danke euch natürlich für die Kommentare. Schreibt, was ihr davon haltet. Findet ihr es doof? Findet ihr die andere PC-Edition, die Ubisoft gemacht hat, vielleicht besser? Ja, schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Grandia 2, The Anniversary Edition. Bis dahin, tschüss!